Ja, servus, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst so, nächsten Sonntag gibt es ein neues Video da und heute haben wir wieder ein Highlight, würde ich sagen. Das ist ein originales Doppelkupplungsgetriebe vom 411er Onimog, 65er Baujahr. Das heißt, das ist wahrscheinlich eins von den ersten. Es gibt mehrere Versionen davon, also Evolutionsstufen quasi, aber alle haben ein Problem. Und das heißt, es gibt eigentlich keine Ersatzteile dafür. Das heißt, wenn ihr es nicht wirklich tausendprozentig braucht, baut ihr so eins nicht ein. Das ist nichts. Warum mache ich das trotzdem? Weil ich Videos damit mache, da wo quasi vorgeführt wird. Und der Vorführer, der muss schon was Besonderes sein. Ne? Der muss schon überzeugen, der muss halt das gut kennen. Nein. Und vor allem beim Hochdruckbohrenpressen, wo man ich denkt, ist das sinnvoll. Und jetzt machen wir das auf, schauen wir, wie weit kann man es beurteilen, wie schaut der Verschleißzustand aus, rentiert sich das überhaupt, dass man es einbaut? Wenn ja, dann machen wir weiter, alles abdichten, zack, eine Kabine, aber Motor außer Getriebe, außer wieder eine, zack, vierte, pressen. Sauber! Das Öl können wir schon auslassen. Schauen wir mal. Das ist natürlich jetzt recht kalt, ne? Dauert ein bisschen. Dabei können wir schon die Hebe wegschrauben. Da können wir den Schalterklammer da. Das ist die Schaltplatten. Das heißt, da ist vorgegeben, weil das geschalten wird. Das wollen wir natürlich sauber machen. Schaut, 1,74. Die Schaltplatten ist wahrscheinlich dann nicht mehr original, weil auf dem Gehäuse steht 3,65. Da unten sieht man gut die Schieber, die haben eine Feder und da unten sind Nuten und da rasten sie ein, wenn die hin und her schwimmt. Da ist eine Position, da ist eine und zack, zack, zack können die da einrasten. Das ist mein erstes UG1, das was ich jetzt lege. Erfahrung vom Getriebe habe ich bis jetzt ausschließlich mit dem UG227 gesammelt. Schauen wir mal. Aha. Ihr seht es auch, das ist geschweißt und zwar nicht gerade schön. Die schauen eigentlich recht gut aus. Wenn wir jetzt reinschauen, das da vorne ist der zweite Gang, das da ist der sechste Gang, die anderen die sind da unten. Wenn wir jetzt da hinschauen, Synchronring vom sechsten Gang, seht ihr ja, der schaut, hat eine gleichmäßige Form. Er schaut relativ gut aus. Dieser Louis sagt aber nichts. Wie viel Axialspur hat der? Ungefähr 1 mm. Das ist okay, das ist gut. Ja, was bewirkt jetzt der? Naja, man sieht schon ein bisschen. Der wird da drauf geschoben, dann bremst er und dann flutscht der Schaltmuffen da dann leicht da drüber und verbindet dann das, dann ist der sechste Gang drin. Wenn man natürlich schaut, dass die dann auch wieder da ist, wenn man die Schallplatten trifft und nicht, dass die da steht und dann kommt der Finger da runter und dann wundern wir uns, warum können wir den sechsten Gang nicht schalten. Ja, man sagt optisch was, man fühlt es aber nicht einmal. Also das ist Wahnsinn, das ist, und das ist auch bei allen so. Das ist wirklich super. Nächster Schritt ist Zapfengetriebe weg. Da haben wir schon das Zapfengetriebe. Aha. Ja, bloß vom Schau kommt natürlich nichts. Aber wenn ich mir so die Zahnflanken anschaue, die schauen nicht mehr super aus. Aber okay. Ich habe einen Beutel geschickt, der weiß ich wirklich auskennt damit. Und der hat mir sofort gesagt, die Federnäpfe sind wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ja, wir dichten wir das an, bauen wir es ein und schauen wir, wie es läuft. Bevor wir jetzt das Gerichtganggetriebe wegbauen, lassen wir natürlich noch das Öl aus dem Vorderachsabtrieb aus und vorne am Gerichtganggetriebe ist auch nochmal Ablassschraum. Da wird zwar nichts kommen, aber schauen wir mal. Aber ich finde das echt immer wieder interessant, wie kompakt eigentlich so ein Unimog-Getriebe gebaut ist. Das ist Wahnsinn. Und so schön modular. Das Öl schaut gut aus.
Ich kann jetzt da auch schlieren, ganz leicht, das ist normal, das passt schon so. Also. Jetzt schraufen wir das Kriechganggetriebe weg. So, kommt schon. Oh, leck! Nur, nur! So, Dichtflächen sauber, die originale Dichtmasse. Ja, die Schrauben natürlich auch vorbereitet. Wahnsinn! Das ist drauf, ist mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Und jetzt kommt das Zapfengetriebe drauf. Dass da kein Dreck mehr reinfährt, wenn wir es jetzt gleich sauber machen. Aber ich möchte noch was zeigen, bei Zapfen ausschalten. Das sieht man da jetzt natürlich nicht. Das ist eine Doppelkupplung. Funktioniert ein bisschen anders. Was ich aber da zeigen kann, wenn man da oben den Schaltgassen zum Beispiel umschaltet. Erster Gang, zweiter Gang. So, dann schalten wir da um. Nochmal, so, das sind nämlich zwei Schaltvorgänge, deswegen von zweiten auf dritten Gang eigentlich auch zwischenkuppeln. So, das ist der vierte Gang und das ist der dritte Gang. Jetzt habt ihr gesehen, da wird einfach da quasi so eine Art Untersetzung geschaltet. So, dann, wenn wir den vierten Gang geschaltet haben, ist die Schaltsperre freigegeben, dann können wir den fünften Gang. Da kann ich jetzt nicht schalten, weil da oben das im Weg ist. Rückwärts schalten. So, rückwärts, das müssen wir noch ein bisschen sauber machen und dann können wir auch wieder erste und zweite schalten. So, und wenn wir das in der, Mittelstellung haben, dann können wir das Kriechganggetriebe da drüber antreiben. Das greift dann dort und rein. Dann bauen wir jetzt schnell das Zapfengetriebe drauf. Wie funktioniert das zweistufige Kriechganggetriebe? Anders als beim normalen, muss man den Hebel anheben und kann dann erst schalten. So, und nach links. So, jetzt hat das eingeschaltet, die erste Stufe. Und wenn man jetzt nochmal anhebt, so, seht ihr es? Das ist dann die zweite Stufe. Das ist ohne Schmarrn das erste Kriechganggetriebe, da wo die Schaltwelle im Schaltrohr nicht festgerost ist. So, passt. Jetzt haben wir vom Zapfengetriebe die Abdichtungen und die Flansche weggebaut. Das ist super. Das sind auch nicht die ersten, die da drin sind, weil das auch ein Hersteller ist. Die machen wir jetzt sauber, da haben wir neue Dichtringe rein, picken wir es drauf und schrauben es wieder fest. Als nächstes tun wir da dann hinter dem Flansch weg. Da innen ist ein Wellendichtring. Das werden wir auch neu machen. Ja, kein Dreck da reinbringen. Siehst du, sind wir da rotz. Zuerst das Lager rauszuholen mit der Zwischenwelle da. Aha. So, da tun wir jetzt den Sprengring raus und dann schraufen wir mit dem Spezialwerkzeug dort. Und das war übrigens ein guter Zuschauer geschickt hat. Danke nochmal da dafür. Schraufen wir die raus. Wenn wir das drum da Vollgas drauf drücken, dass es nicht überspringen kann. Und da dann habe ich jetzt einfach mal mit dem Feistlein ein bisschen draufgeklopft. Und ich glaube, jetzt ist es locker. Ja, ja, ist denen jetzt ein bisschen weitergegangen. Und wir rollen jetzt den Spanngurt wieder auf. Hat doch noch nicht gelangt. Der bewegt sich keinen Millimeter. Ich werde wahnsinnig. Jetzt schauen wir mal, weil es beim Vorderachsabtriebsflansch ist. Danke an die Leute im Hintergrund wieder mal. Ich habe mir jetzt so ein Spezialwerkzeug nachgebaut. Mit der Flex ausgeschnitten und so weiter. Hat jetzt eine Stunde gedauert. Stehen eine Bohrmaschine habe ich auch noch nicht. Und was ist passiert? Lochkreis. Ich verstehe es nicht, was sie da wieder da haben, aber. Und 1 mm zu viel, okay. Scheiße, passiert. Aber 5 mm, was haben die da? Das gibt's doch nicht. Das ist. Nein. Jetzt passt es und jetzt tun wir mit ganz viel Gefühl, deswegen auch ne, mit der Hand. Jetzt holen wir jetzt den Flansch runter. Einwandfrei. Aha. Ja, ich habe das noch nie gesehen, weil mit dem Betrag, wo wir das Getriebe ja gekriegt haben, der hat hinten natürlich keine Schubkugel dran. Da ist es ein bisschen anders.
Ja, naja, wird schon werden. Jetzt bin ich gespannt, was da alles mit rauskommt. Da ist jetzt der große Flansch auch mit runtergekommen. Ja, das wird schon so ding sein. Weil den O-Ring da, den wir ja auch tauschen. Da haben wir also jetzt die beiden Abgänge. Übrigens kann man die auch tauschen, habe ich gehört. So beim 404er, da sind die ein bisschen anders. Und auf dem, das ist jetzt der von hinten. Da sehen wir den Innenflansch, den Außenflansch. Und da sehen wir, weil das verbunden ist miteinander, der Innenflansch mit der Verzahnung. Da ist ein Rillenkugellager. Die sind noch gut, sind ja ausreichend dimensioniert. Und da dahinter ist ein Wellendichtring. Den wollen wir natürlich tauschen. Ja, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir brechen jetzt den Innenflansch aus und dann sehen wir weiter. Aber einer hat einen Rechtsdrall, der andere hat einen Linksdrall. Das heißt, das ist quasi die hauptsächliche Verwendungsdrehrichtung, sag ich einmal. Und wenn wir jetzt die vertauschen, dann werden sie wahrscheinlich undicht. Es gibt da alle, habe ich mal sagen lassen, zufälligerweise von Scania, die werden passen, die werden einen Kreuzdrall haben, da war es dann wurscht. Aber ich fahre meistens vorwärts. Ich bin ja ohne Mag und der hat keine Rückfallrichtung. Den Innenring leicht erwärmt. Da in der Bildmitte ist die Lauffläche, die schaut noch okay aus. Und da dann links daneben ist der Lagersitz. Das ist doch einfach fein. Ne? Da steht sogar Getriebe, Vorderachsabtrieb, die Teilenummer und Drehrichtung mit einem Pfeil. Also Wahnsinn, das ist heftig. Ja, jetzt bin ich verwundert. Der ist rot. Sind aber unterschiedliche, steht auch unterschiedlich um. Also ist es wohl schon so in der Nachfertigung, dass die unterschiedliche Farbe haben. So. Da haben wir jetzt einen neuen Wellendichtring. Das ist alles sauber. Den pressen wir jetzt da ein. Theoretisch gibt es ein Spezialwerkzeug, dass man den mit dem Lager da rauspressen kann. Jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir noch den Ring dort und neu machen. Gut. Das sauber, Dichtung und Dichtmittel. Zack. Optimal. Ich habe jetzt das mit ein paar Schrauben festgezogen. Da kommen Senkkopfschrauben rein. Die sind wichtig. Warum? Und warum zieht man das vorher fest? Weil die Dichtmasse unter Druck aushärtet und das soll ja schon mal aushärten. Jetzt. Und dann ist das quasi weltruppigt, kann man sich das vorstellen. Und mit den kleinen 6er Schrauben kann man aber das nicht da so fest drauf pressen. Deswegen tun wir einfach da 3 oder 4 rein, pressen wir das drauf, ziehen wir die 6er Schrauben dann an und dann wird das auch fest und dicht. Das ist wichtig, weil da tropft es gleich wieder. Der Deckel, der dichtet ohne Papierdichtung ab. Deswegen besonders sauber machen und natürlich auch die Schraubenlöcher mit Dichtungsmasse einschmieren. Da ist der Vorderachsabtrieb, also der Allrad, und da sieht man auch gut, weil der dann geschaltet wird. Und man sieht schon, da ist eine Durchführung, da drin ist auch ein O-Ring, da schrauben wir die Schaltgabel weg. Ja, der neue schaut schon ein bisschen besser noch aus, ne? Dann bauen wir es wieder ein. Verschlussdeckel von dem Lager haben wir auch eingebaut. Jetzt machen wir überall Abdeckungen drauf, dass kein Dreck rein kann. Und dann holen wir uns Flex mit der Drahtbürsten und Bohrmaschine und Tint und alles. Gehen wir rundum und dann müssen wir es entlacken und entrosten. Sauber ist, jetzt sollen wir lackieren. Hehe. Ja, das taugt. Jetzt wollte ich eine zweite Schicht drauf, da hat es mir einen Kompressor zusammengehauen. Ja, eine Schicht langt auch, wirklich. Lecker, jetzt ist das Video auch schon wieder gut. Aber nächsten Sonntag gibt es ein neues. Das Abo nicht vergessen, dass ihr es nicht verpassen könnt. Und das gibt es im Shop. Mob und Track, dem gehen wir nicht her, aber das wisst ihr selber. Also in dem Sinn, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.